Unser Alltag ist zu einer Couch geworden. Alles ist heute bequem und einfach und gut gepolstert. Damit einem das klar wird, muss man ab und zu mal das Sofa gegen einen Sattel tauschen. Denn um seine Komfortzone zu verlassen, gibt es kein besseres Fortbewegungsmittel als ein Mountainbike. Wir haben uns heute die Senjas-Runde vorgenommen. Durch einsame Seitentäler wollen wir den Flimser Stein umrunden. Auf steilen Wegen und ohne Seilbahnunterstützung. Und da wir ausgezogen sind, um die Couch zu verlassen, nehmen unsere Bikes bald auf unseren Schultern Platz. Oben auf dem Pass ist es schön, schön ungemütlich. Es erwartet uns ein regelrechter Sturm und wir beeilen uns, dass wir schnell in die Abfahrt kommen. Es ist höchste Zeit für eine Pause. Der Käse schmeckt, die Felsen sind warm und das Leben ist schön. So einfach kann Glück manchmal sein. Es tut den Augen gut, mal etwas anderes zu sehen als Bildschirme. Von hier hat man einen tollen Blick auf das Martinsloch, jenen berühmten Durchbruch in der Felskette, die Graubünden vom Kanton Glarus trennt. Und so etwas kriegt man halt nur zu sehen, wenn man die Couch auch mal verlässt. Wir erreichen den unteren Senjesboden. Eindrucksvoll kann man an den Felsschichten nachverfolgen, wie diese Berge einst entstanden sind. Uns führt der Weg aber weiter. Die letzte große Abfahrt des Tages. Das letzte Stück der Abfahrt führt auf den bekannten Runker Trail ins Tal. Eigentlich stemple ich Anlieger und North Shores als unnötigen Komfort ab. Aber der Trail hat so viel Flow, dass ich finde, man muss Meinungen auch mal ändern. Es war ein harter Tag. Anstrengend, unbequem, schweißtreibend. Und gerade deshalb schön. Aber jetzt ist es Zeit, zurückzukehren. Nach Hause, zu meinem Sofa. Und ich muss gestehen, ich freue mich drauf.